Hallo meine Lieben, wir sind jetzt gerade mitten... 11:20 Uhr, guten Morgen! Ups. Wir sind jetzt gerade mitten in Woche 4 und... was soll ich hier sagen? Also ich bin schon fast am Ende von Woche 4 sogar. Und ich wollte euch unbedingt was sagen. Und zwar habe ich mich am Sonntag so ein bisschen mit ein paar Themen befasst, die man früher so falsch gemacht hat. Also ich bin absolut gar kein Experte, aber... Dieser Plan hat mich jetzt einfach dazu gebracht, den Anstoß zu geben, okay, ich muss über mein Leben so ein bisschen nachdenken, über meine Einstellung zum Leben vor allem und vor allem zu meiner Gesundheit. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich in Woche 3 krank war. Ich nehme aktuell immer noch Antibiotikum, aber mir geht es schon viel, 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 viel besser und starte jetzt auch wieder ganz normal weiter mit dem Programm, mit der Ernährung und allem drum und dran. Ich habe die 3 Tage nachgeholt. Und fange jetzt tatsächlich heute an, das erste Mal nach dem neuen Plan zu essen, weil da kriege ich jetzt wieder ein bisschen mehr Kohlenhydrate, ein bisschen mehr Mikro- und Makronährstoffe. Und was mir aber wichtig war, was ich nämlich ganz schön spannend fand, ich war gestern ja joggen, 5 Kilometer habe ich mit diesem Nike Run, mit dieser Nike Run App gemacht und bin wirklich komplett durchgejoggt. Und das ist für mich schon... Davor habe ich halt Intervalltraining gemacht und diesmal habe ich wirklich richtig, richtig durchgejoggt, diese 5 Kilometer. Und war mega stolz auf mich und dachte mir so, wunderbar, was ich jetzt hier geleistet habe. Ich meine, 5 Kilometer, ja, es sind klasse. Ich kann mich nicht beklagen. Allerdings habe ich mich dann mal so ein bisschen mit dem befasst, was ich früher gedacht habe über Sport und Ernährung. Ich dachte halt, ich kann einfach Sport machen und muss auf die Ernährung zu 100% achten, was ja absolut falsch ist. Das weiß ja der logische Menschenverstand, aber man selber redet sich ein, okay, Mensch, ich war heute 2 Stunden spazieren, jetzt kann ich mir auch mal Pommes gönnen. Ja, nee, kann ich nicht. Denn ich habe dann ein Bild gefunden, das werde ich euch mal hier einblenden. Und ich fand es extremst, extremst krass, nachdem ich ja diese 5 Kilometer gerannt bin, zu wissen, ich habe jetzt gerade mal einen Snickers abgearbeitet. Oder ich habe jetzt gerade mal eine Cola abgearbeitet, eine kleine. Das ist der Wahnsinn, was wir unserem Körper eigentlich antun. Also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass ich sowas nie wieder essen werde, auf gar keinen Fall. Aber es ist schon spannend, dass man immer dachte, Hauptsache man trainiert sehr, sehr viel, dann kann man sich auch was gönnen. Kann man bestimmt auch in Maßen, aber viele, und ich habe dazugehört, denke ich, haben gedacht, naja gut, jetzt war ich 2 Stunden spazieren, jetzt kann ich mir halt diese Pommes oder die Pizza gönnen, weil ich habe mich ja jetzt heute mehr bewegt als sonst. Also ist das doch in Ordnung. Und das ist echt krass, wenn man dann diese Zahlen sieht, wie viele Kilometer man rennen müsste, um das wieder abzubauen. Alleine die Pizza, das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass ich diese Dinge nie wieder essen möchte. Auf gar keinen Fall. Ich meine, ich liebe Pizza und ich liebe Pasta und Sushi und keine Ahnung was. Das werde ich auch essen. Aber ich werde es viel, viel, viel bewusster jetzt essen. Nicht nur, weil ich jetzt dieses Bild gesehen habe, sondern einfach, weil ich für mich gemerkt habe, wie gut es mir dabei geht, wenn ich mir was gönne, aber mich 80% gesund ernähre. Sprich, dass ich mir dann halt auch mal ein Stück Schokolade gönne. Ich meine, das ist ja im Plan auch erlaubt, davon mal jetzt abgesehen. Aber dass ich, zum Beispiel jetzt kommt dann Valentinstag und wir haben traditionell immer zu Valentinstag, gehen wir entweder Sushi essen oder ich mache Sushi zu Hause. Und das werde ich mir nicht nehmen lassen. Das werde ich machen, auch trotz Plan. Und das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. So, ja, ich arbeite an meinem Körper. Ja, ich mache Sport. Und ja, ich achte auf meine Ernährung. Aber nein, ich möchte nicht verzichten. Wenn ich eingeladen werde auf einen Geburtstag, so wie ich jetzt in Woche 2 geworden bin, dann esse ich auch das, was dort ist, solange es einigermaßen in Ordnung ist. Ich habe zum Beispiel dort keinen Kuchen gegessen, weil ich mir dachte, ich brauche es nicht. Ich habe gerade gar keinen Bock drauf. Ich habe kleine Gabel probiert, um wenigstens zu sagen, ob mir der Kuchen schmeckt. Aber ich habe mich halt an diesen Salaten, an den Antipasti-Sachen so satt gegessen, dass ich gesagt habe, ich brauche es jetzt gerade gar nicht, diesen Kuchen. Und eigentlich geht es mir auch wirklich nur darum, dass für mich mit diesem Programm einfach ein Klick, es hat so einen Schalter umgelegt in mir. Und ich hoffe, ich kann diesen Schalter für immer umgelegt lassen. Ich meine, sind wir ehrlich, das ist Januar, jeder hat neue Vorsätze, jeder möchte irgendwas durchziehen. Aber es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, nachdem ich gesehen habe, was ich meinem Körper über Weihnachten angetan habe, warum ich krank geworden bin. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht schuld daran sein, dass mein Körper so ist, wie er ist, dass er krank wird. Yay! H&M!
Aber das soll jetzt nicht zur Sache tun. Was ich damit sagen möchte, dass ich hoffe, dass mir diese Einstellung behalten bleibt, dass ich weiter daran arbeiten kann, das beizubehalten, was ich mir für mich jetzt gesetzt habe, dass ich sage, ich möchte gesund sein, ich möchte Sport machen, ich möchte fit sein. Und am allerwichtigsten, ich möchte versuchen, nicht mehr darauf zu achten, wie viel Kilogramm mir die Waage anzeigt, sondern ich möchte mich wohlfühlen. Und das tue ich, weil ich aktuell sehr viel für meinen Körper tue. Ich ernähre mich 80% gesund und ich mache Sport. Und das ist mir am allerwichtigsten, dass ich auf mich höre, auf mein Gefühl und nicht nur, weil ein Plan mir sagt, ich muss das so tun, sondern dass ich es auch wirklich so empfinde, dass ich es machen möchte. Und deshalb hoffe ich, dass euch das wieder so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat oder mein Blabla euch überhaupt interessiert hat, aber ich wollte es einfach mal loswerden, weil ich dieses Bild, was ich da gestern auch auf Instagram gepostet habe, einfach so krass fand, was man dafür tun müsste, um sich diese Dinge täglich gönnen zu können. Ich rede jetzt nicht von nur einmal im Monat oder zweimal im Monat, keine Ahnung, sondern ich rede davon, wenn man es wirklich jeden Tag essen würde, dass das bedeuten würde, was man an Kalorien wieder abbauen muss mit Sport. Und das fand ich ganz schön heftig, diese Erkenntnis. Also, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir so ein paar Motivationen von euch vielleicht in die Kommentare schreibt, was euch motiviert und was euch dazu gebracht hat, zu sagen, ihr möchtet abnehmen und Sport machen oder fit werden. Das würde mich wahnsinnig interessieren und deshalb ab damit in die Kommentare. Hier drüben seht ihr dann meine neuen Videos bzw. meine alten Videos, die ich schon hochgeladen habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!